Du, Herbert, das ist eine Überraschung. Aber meine liebe Taube, heute ist Valentinstag. Glaubst du, ich habe Flügel? Was soll ich nun hinfliegen? Oh, Schatz, als Überraschung habe ich dich zu einem Helikopterflug mitgenommen. Und warum drehen Sie seine Flügel da nicht? Also sind wir noch nicht gegangen. Du, Herbert, so möchtest du Geld sparen, um mir Blumen und Pralinen zu kaufen? Ah, nein. Ich wollte eine besondere Überraschung. Und wenn ich von hier falle und sterbe? Schatz, wenn du von hier fährst, hast du noch 9 Leber übrig. Du, sehr dumm. Wenn ich hier sterbe, habe ich nur noch 8 Leber. Aber du stirbst nicht. Katzen fallen auf die Füße. Und was? Die Füße brechen nicht? Was für eine verdammte Katze du bist, dass du nicht auf die Füße fallen kannst? Du bist ein Idiot. Verstehst du nicht, dass ich noch nirgendwo hingefallen bin und das auch jetzt nicht will? Aber man muss einmal hinfallen. Du fährst hin, direkt auf dem Friedhof. Es hätte gereicht, wenn du Blumen geschenkt hättest zum Valentinstag. Natürlich Blumen. Und dann erzählst du mir, welche besonderen Geschenke die anderen Nachbarn ihren Lieben gemacht haben? Verstehst du nicht? Wenn ich von hier falle, werde ich sterben. Und was willst du mit so vielen Leben? Ich gebe dir und deiner ganzen Familie. Du musst es heute nicht beweisen, sondern an den anderen Tage. Was? Verteilst du dein Leben? Ich werde deinen Körper in 9 Teile einteilen, wenn ich nur irgendwie von hier runterkomme. Hast du eine Versicherung? Und du? Wie kann ich dir jetzt eine Freunde machen? Wenn du den Nachbarn übertrifft. Ha ha ha!